Gestern hat sich wirklich was verändert. Plötzlich ist die Erwartung da, dass die Zinsen schon relativ bald sinken werden, nämlich im ersten Quartal dafür verantwortlich sind. Aussagen erstens von Fed-Chef Waller, nicht Fed-Chef, sondern Fed-Mitglied Waller, Christopher Waller, einerseits und andererseits dann Bill Ackman, der an der Wall Street sehr stark beachtet wird, der gesagt hat, ich erwarte, dass die Fed schon im ersten Quartal 2024 die Zinsen senken wird, und all das hatte ziemlich große Auswirkungen auf den Anleihemarkt und auf den Devisenmarkt, bisher noch eher begrenzt für den Aktienmarkt. Wir schauen uns die aktuelle Situation mal an. Hier diese Aussagen von Christopher Waller, vor allem die Aussage, naja, wenn jetzt also die Inflation konstant nach unten geht, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, die Zinsen da oben zu halten. Damit hat Waller angespielt auch auf die sogenannte Taylor Rule, die also praktisch versucht, den richtigen Leitzins zu berechnen aus einer Kombination zwischen Arbeitsmarkt respektive Arbeitslosigkeit und Inflationsrate. Dementsprechend nach dieser Logik ist es eben so, dass Waller eben auch angesprochen hat, naja, die Arbeitslosigkeit dürfte steigen. Dementsprechend nach Taylor Rule, der er hier offenkundig anhängte, wäre das durchaus auch angezeigt, dann die Zinsen zu senken. Es hat nicht gestört, dass Bowman dagegen gesagt hat, Fed-Mitglied, weibliches Fed-Mitglied, sehr hawkisch normalerweise, die gesagt hat, naja, also ich bin dafür, dass wir die Zinsen weiter anheben. Man wollte das hören, was Waller gesagt hat, und plötzlich die zweijährige US-Staatsanleihe deutlich unter die 4,8%. Die Wahrscheinlichkeiten, dass im März schon die erste Zinssenkung stattfindet, massiv nach oben, jetzt sogar knapp über 40%, also fast eine 50-50-Chance, könnte man sagen, dass hier die Fed im März schon die Zinsen senken wird, laut den Fed Fund Futures. Und dann kam eben noch Bill Ackman, der gesagt hat, naja, ich wette, dass also die Fed schon im ersten Quartal die Zinsen senken wird, und zwar wegen des Risikos eines Hard Landing, also einer harten Landung der Wirtschaft. Dabei haben wir doch gelernt überall und gesagt bekommen, nee, das wird garantiert ein Soft Landing, aber schauen wir uns mal den Economic Surprise Index an für die USA. Dann ist der doch schon sehr, sehr stark unter Druck gekommen. Die Zahlen werden also immer schlechter. Hier sehen wir mal das, was jetzt für den 7. November 2024 bepreist wird durch die Fed Fund Futures, also relativ genau in einem Jahr. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen jetzt sogar über der Marke von 5% liegen, wird als 0 gesehen, dass die Zinsen bei 4,75 bis 5,0 liegen. Da ist die Wahrscheinlichkeit 1,3%, während die größte Wahrscheinlichkeit gesehen wird im Bereich 4 bis 4,25%. Also das ist schon ein ziemlicher Switch, den wir hier gesehen haben. So etwas hat es immer wieder gegeben, solche Verschiebungen. Jetzt erwartet man, dass die Fed in 2024 110 Basispunkte, also 1,1%, die Zinsen senken wird. Aber es gab schon jetzt 7 Pivots davor oder 7 angenommene Pivots hier, wo die Märkte gewettet haben, naja, die Fed wird die Zinsen senken. Wir erinnern uns noch Silicon Valley Bank Krise, wir erinnern uns die Gilts Krise, also als britische Pensionskassen aus der Kurve zu fliegen drohten. Wir erinnern uns, als die Inflationszahlen niedriger waren als erwartet, Ukraine-Invasion und so weiter und so fort. Und wir haben in letzter Zeit ja sehr, sehr viele solcher Soft-Landing-Narrative gesehen, die in den Artikeln kommen, und jedes Mal, wenn der Optimismus in Sachen Soft-Landing sehr, sehr groß ist, dann passiert das Gegenteil. Dennoch, die Märkte spielen jetzt erstmal diese Zinssenkung, die 10-jährige US-Staatsanleiherendite nur noch bei 4,27%. Wir haben wahrscheinlich jetzt im November die beste Rallye, die größte Rallye von Anleihen seit der Finanzkrise. Wenn die Anleihekurse steigen, dann fallen ja die Renditen, und umgekehrt. Es war ja so, dass die Anleihen im Grunde 2 Jahre ein echtes Blutbad erlebt haben, weil die Renditen gestiegen sind, also die Kurse gefallen sind, weil die Notenbanken die Zinsen angehoben haben. Jetzt werden wir mal sehen, was Fed-Chef Jerome Powell am Freitag uns sagen wird. Da wird er sich äußern. Jedenfalls sehen wir den Dollar schwer unter Druck, der jetzt auf dem tiefsten Stand seit August letzten Jahres handelt. Dabei war der November eh schon ziemlich mies.
für den Greenback. Wir sehen Gold, das steigen kann. Klar, alles, was jetzt nicht verzinst ist, wie eben Gold, das profitiert von der Aussicht, dass der Zinsnachteil, den dieses Asset wie Gold hat, gegenüber dem Dollar, dass der kleiner wird. Dementsprechend ist Gold gestiegen. Wir sehen, wie die Renditen gefallen sind und wie auch der Dollar. Aber da bildet sich so eine bullische Wedge raus. Das schreit geradezu nach einer Gegenbewegung. Jetzt sehen wir, die Financial Conditions sind sehr, sehr locker geworden. Wenn die Renditen fallen, vor allem auch die Aktienmärkte steigen, dann werden Kredite billiger, zum Beispiel durch den Fall der Renditen, dann steigt die Nachfrage wieder, dadurch steigt die Inflation und die Renditen fallen, obwohl wir gestern wieder mal eine sehr schwache 7-jährige US-Staatsanleihen-Auktion gesehen haben. Sehr, sehr schwache Nachfrage, gerade von Ausländern. Je länger die Laufzeit, umso weniger haben offenkundig die Investoren Lust, hier zuzuschlagen. Wir sehen, 39 Milliarden Dollar wurden da verauktioniert. Das ist schon eine Menge Holz. Die Renditen erstmal gestiegen, aber es hat nicht lange gehalten. Die Frage ist jetzt, wo geht's hin mit den Renditen? Wir sind jetzt das erste Mal seit März unter die 100-Tages-Linie gefallen. Die 200-Tage-Linie wäre bei 4% relativ glatt, also 4,0%, wie David Rosenberg hier zeigt. Jetzt ist die Frage, Hard Landing, Soft Landing. Hier sehen wir oben mal die Divergenz zwischen Dow Jones Industrials oder unten genauer gesagt, also der normale Dow Jones, wenn man so will, und den Dow Jones Transports, da sind Transportwerte drin, Eisenbahn, Logistiker etc. etc. Da geht es bergab, während der Dow Jones weiter steigt. Negative Divergenz nach der Dow-Theorie. Das kündigt an, dass da möglicherweise Unheil entsteht, was die Konjunktur betrifft. Wir sehen jetzt praktisch eine ziemlich saftige Standardabweichung im S&P 500 nach dieser Rallye. Wir sehen kaum Volatilität bei den Mega-Cap-Tech-Stocks, also bei den großen US-Tech-Aktien. Der VIX extrem niedrig, hier sehen wir mal, niedrig ist er auch, hier sehen wir mal den NYSE McLaren Oscillator, NYSE sind, oder dieser Index NYSE, das sind alle Aktien, die in New York gehandelt sind, also wirklich der breite, breite Aktienmarkt, und hier sehen wir negative Divergenz oben im McLaren Oscillator, während die Kurse weiter steigen. Genau das hatten wir schon mal im Juli hoch, und wir hatten das Gegenteil davon, nämlich eine positive Divergenz bereits beim McLaren Oscillator. Bei noch weiter fallenden Kursen hatten wir dann Ende Oktober. Und jetzt die Frage, wie geht es denn im Dezember weiter? Dezember ist in der Regel ein positiver Monat, aber wenn er nicht positiv ist, tendiert er dazu, richtig mies zu sein, so wie 2018 und 2022. Da ging es richtig saftig nach unten. Tendenz ist meistens leicht positiv am Anfang des Monats, dann Richtung Mitte eher schwächer, bevor dann die Weihnachtsrally kommt. Jetzt sind fast alle bullish, ne? Steigende Kurse sorgen für Optimismus, Optimismus sorgt für steigende Kursziele, fallende Kurse sorgen für Pessimismus, Pessimismus wiederum sorgt für fallende Kursziele. Jetzt sind die Kurse gestiegen, also alle bullish, man erwartet 5000 bis 5100 Punkte im S&P, nur ein kleines Dorf in Gallien ist dagegen, BCA Research, die sagen, der S&P 500 wird zwischen 3.700 und 3.300 fallen, wegen der Rezession und weil eben die Margen und Gewinne der Unternehmen deutlich zurückgehen. Das sind wirklich die unbesiegten Gallier oder die verrückten Gallier, die hier als einzige noch dagegen halten. Jamie Dimon hat gesagt, die Amerikaner, so hat er gestern Abend gesagt, die sind, die USA ist addicted to debt, also man ist süchtig nach Schulden und man hat ein gefährliches Sugar High in der Wirtschaft erzeugt, das denke ich auch. Und money is like heroin in the hands of consumers, also er vergleicht das wirklich mit einer Drogensucht. Und er sagt, ich glaube, sage nicht, dass das in einer Depression endet, aber ich denke, da sind eben nach wie vor inflationäre Tendenzen da und das dürfte dafür sorgen, dass die Zinsen hoch bleiben und die Inflation nicht weggeht. Das dürfte ganz im Sinne sein von Charlie Munger, der gestern verstorben ist, der gesagt hat, zum Beispiel, was ist ein glückliches Leben, wenn man nicht zu viel Neid entwickelt, nicht zu viel Ressentiments, wenn man nicht zu viel Geld ausgibt in Relation zu seinem Einkommen, genau das, was die Amerikaner machen, buy now, pay later, zahl jetzt, kauf jetzt, zahl später.
Du solltest trotzdem gut gelaunt sein, könnte man übersetzen, obwohl man Sorgen hat. Du solltest dich mit verlässlichen Menschen einlassen und du solltest einfach das tun, was du tun solltest. So Charlie Munger mit seiner Frau hier, nehme ich an, ist das. Die hat er bestimmt schon vor 100 Jahren kennengelernt, so wie die aussieht. Heute wichtige Daten da nochmal. Erstmal deutsche Inflation, 14 Uhr. Da kommen ja aus den Bundesländern erstmal die Zahlen rein. 14 Uhr dann die erste Veröffentlichung für November. Und dann haben wir 14:30 vor allem das BIP aus dem dritten Quartal. Erwartung ist hoch, 4,9%. Wie wird es reinkommen? Große Frage. Das ist wichtig. Und das wird heute das Kerndatum sein, 14:30 Uhr. Dann kommen wir nach Europa. Hier sehen wir, dass die EZB weiter ihre Bilanzsumme schrumpft. Wir sind jetzt unter der 7-Billionen-Marke. Immer noch sehr, sehr viel. Aber Lagarde hat ja gewarnt, dass die PEP-Reinvestments aufhören, sodass das Quantitative Tightening dann nochmal eine neue Dimension bekommen würde, also die Reduktion der Bilanz. Wir sehen heute vom IFO, etwas mehr Unternehmen wollen wieder ihre Preise erhöhen. Und wir haben gesehen, dass die Importpreise zwar um 13% gefallen sind zum Vorjahresmonat, aber jetzt wieder ansteigen im Vergleich zum Vormonat um 0,3%. Also diese Preisrückgänge, die scheinen erstmal gestoppt, ohne dass wir jetzt einen großen Preisauftrieb sehen. Deswegen 14 Uhr interessant. Diese Daten. Interessant auch, dass Gold ein 6-Jahr-Monatshoch macht. Momentum der Fed-Zinssenkung nimmt zu. Wird das so weitergehen bei Gold? Fragezeichen, erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, ist es jetzt Zeit, sich da in den Immobilienbereich mal rein zu investieren? Zuschlagen, wenn die anderen den Bach runtergehen, das zumindest tun Großanleger. Ob das eine gute Idee ist, erfahren Sie in dem zweiten Artikel. Also diese beiden Artikelempfehlungen und 14:30 reinschauen bei Finanzmarktwelt. Wie schon das BIP aus den USA. Ich sage Servus, ciao.